Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zur Komplettlösung Resident Evil 4 Remake Kapitel 15. Hier starten wir einmal komplett durch und holen uns alle Schätze, alle Figuren und alles, was es sonst noch zu sammeln gibt. Ja, wir starten erstmal hier in der Burg nach dem Kampf vorne Krauser, gehen dann hier weiter und treffen dann unseren Kumpel, den Helikopter, der hier alles platt macht. Lasst ihn ruhig alles erledigen, haltet euch im Hintergrund, um Munition zu sparen, und macht hier erstmal alles platt. Im Endeffekt gehen wir dann zu dem Gebäude hier in der Mitte, können dann einmal außen rum gehen und hier hinten in der Ecke können wir dann gucken, dass wir hier den Schatz holen. Der ist nämlich hier an der Ecke, so hängt er runter, zack, schießen wir einmal gegen, nehmen den einmal mit und können dann entsprechend weitergehen. Ja, dann kommen wir auch schon bald hier in den nächsten Bereich, wo oben hier die Flakkanone ist. Ihr könnt ihr übrigens jetzt schon zerstören, wenn ihr da einige Granaten reinwirft, dann geht das direkt kaputt und so habt ihr dann den Helikopter als Unterstützung. Wir drehen uns aber erstmal einmal um, gucken hier bei der Brücke ganz am Anfang, wenn man drüber geht, da gibt es nämlich noch einen Schatz. Ja, im Endeffekt, wenn ihr nicht genug Granaten und Waffen habt, um das Flakgeschütz kaputt zu machen, dann müssen wir einmal hier an den Turm hoch, denn da oben gibt es dann eine Kanone, die quasi dieses Flakgeschütz ausschalten kann. Aber wie gesagt, ihr könnt es auch vorher schon mit Granaten ausschalten, dann spart ihr wirklich einiges an Munition, denn der Helikopter schießt dann wieder alles platt. Also je früher ihr das ausschaltet, desto besser natürlich. Ja, wir sammeln hier die ganzen Kisten ein, das ganze Zeug, und gucken dann, dass wir hier das Ding abschießen, hauen da ordentlich rein mit unserem Geschütz und der Helikopter erledigt dann quasi den Rest, wenn wir die Flakkanone platt gemacht haben. Dann gehen wir wieder runter zu der Tür. Der Helikopter schießt dann die Tür entsprechend auf. Wir kommen dann in den nächsten Bereich, wo massig Gegner auf euch warten. Macht die also alle erstmal platt und dann benutzt ihr hier die Schalter an der Seite links und rechts. Es gibt zwei Stück insgesamt, um im Endeffekt das Tor in diesem Bereich zu öffnen. Benutzt auf jeden Fall auch hier die Geschütze, um die Gegner ordentlich auszuschalten. Geht da ruhig hoch und knallt die alle damit ab. Ist zwar begrenzt die Munition, aber haut natürlich ordentlich rein und vor allem spart euch dann auch Munition. Ihr seht es hier auf der gegenüberliegenden Seite, da ist nämlich noch der andere Schalter. Also wir müssen alle beide Schalter drücken, um dieses Tor aufzumachen. Ja, sonst gibt es hier gar nicht viel in dem Bereich. Wir gehen dann erstmal weiter, kommen dann hier in diesem Bereich, wo diese ja abgebrannte Kirche steht, und können dann hier jetzt einiges einsammeln. Hier ist nämlich der größte Teil an Loot versteckt in der Karte. Das heißt, wir gehen erstmal hin, schnappen uns hier die Kisten. Vor allem aber wollen wir uns hier hinten erstmal den Auftrag holen, denn ihr seht das da schon rechts unten aufblitzen. Da gibt es wieder Medaillons abzuschießen, 5 Stück insgesamt. Also holen wir uns erstmal den Auftrag, den es hier hinten an der Tür gibt. Wir gehen jetzt aber noch nicht durch die Tür durch, sondern holen uns hier in dem Bereich natürlich erstmal alle Schätze und erledigen den Auftrag. Wir können jetzt hier schon auf der Karte einiges sehen und können dann eben die Medaillons entsprechend abschießen. Ja, gehen wir einmal hier durch, komplett zurück, sehen dann hier an dem Gerüst rechts, und da ist schon der erste. Zack, abgeschossen. 1 von 5. Den nächsten können wir hier unten erspähen. Da ist er. Einfach mal mit der Pistole drauf. 2 von 5. Und jetzt fehlen uns noch 3 Stück, die wir uns natürlich auch holen. Also gehen wir erstmal hier in diese Kirche rein, quasi in diesen Tunnel hier rein, was vorher scheinbar so eine Art Kirchenturmgebäude war. Gehen wir dann hier rein und nehmen uns erstmal den Loot hier mit, der hier so rumfliegt. Vor allem gehen wir aber hier dann die Leiter runter und holen uns hier noch das dritte, bevor wir die Leiter runtergehen. Das ist nämlich hier. Zack, das schießen wir gerade noch ab. 3 von 5, da haben wir es. Gehen einmal jetzt die Leiter runter und können uns hier unten noch einen Schatz holen und das nächste Medaillon natürlich auch noch einsammeln. Ziehen also einmal komplett hier durch und gehen da hinten hin, holen uns diese Schatztruhe, die da ist, und da drüben brauchen wir noch das Medaillon. Das holen wir uns natürlich auch. Das ist hier ja so ein bisschen durch diese Torgewölbe durch. Zeige ich euch aber gleich noch. Hier ist noch ein Grabstein, der verrät uns noch ein bisschen was über die Geschichte. Ist aber halb so wild. Lesen wir uns einmal kurz durch. Gehen dann hier rüber an die Kiste, machen die einmal auf, zack, und holen uns da das Zepter raus. Ziemlich cooles Zepter, wertvoll, können wir natürlich wieder verkaufen. Und jetzt brauchen wir einmal die Sniper, um das Teil ganz da hinten zu sehen.
Da ist nämlich noch ein blaues Medaillon und das wollen wir uns natürlich schnappen. Holen also einmal die Sniper raus und ihr seht das schon so aufblitzen, das ist ganz klein nur zu sehen. Deswegen ein bisschen ranzoomen, zack, Schuss drauf und dann haben wir die 4 von 5. Und jetzt holen wir uns noch das Teil hier hinten und eben noch den einen Schatz. Ja, da gehen wir einfach mal hier wieder hoch die Treppe, da wo wir quasi hergekommen sind. Und schnappen uns das nächste Medaillon einfach mal komplett hier einmal durch. Leiter hochklettern und dann gehen wir hier bei dem Turm außen rum, also hier dann hoch, klettern da einmal hoch und können uns von hier aus dann ja den nächsten Dings holen, den nächsten Medaillon. Hier zack, einmal die Kisten alle platt machen, alles einsammeln, gibt es noch ordentlich Pesetas und dann können wir hier drüben einmal rüber zoomen und haben dann quasi da oben in dem Kirchturm, da ist er nämlich drin. Ganz nah zoomen und dann sehen wir das auch und zack, ein gezielter Schuss und dann haben wir 5 von 5, haben hier in dem Bereich quasi somit fast alles erledigt und können dann hier hinten durch die Tür durchgehen, um dann entsprechend in den nächsten Bereich zu kommen. Da gehen wir dann einmal rein, machen hier die Tür auf und da gibt es hier auch noch einen kleinen Schatz, den wir natürlich mitnehmen wollen, bevor wir erstmal weitergehen. Also gucken wir uns mal hier ein bisschen um. Schauen wir mal, was es hier Schönes gibt. Achtung, diese Leichensäcke, da kommen ordentlich Gegner jetzt raus von diesen Regenerationstypen. Die machen wir natürlich erstmal alle platt und haben die dann quasi erledigt. Die sind schon ziemlich stark, müsst ihr ein bisschen aufpassen. Und dann gehen wir entsprechend weiter. Wir sehen dann, dass hier hinten noch ein Schätzchen gibt. Das nehmen wir dann auch noch gleich einmal mit. Gehen dann also einmal komplett hier durch. Achtung, wie gesagt, hier kommen jetzt relativ viele dieser starken Gegner. Guckt, dass ihr da wirklich genug Munition und Ausrüstung habt. Und vor allem schnappen wir uns jetzt hier noch den einen Schatz in der Truhe. Und hier finden wir dann auch die Kastellanfigur. Also genau gegenüber von der Truhe, oben auf diesem Balken sitzt die drauf. Da ist er. Und da schießen wir einmal drauf, der auf den Ramon. Und haben dann hier 15 von 16. Also somit schon fast alle Figuren. Im letzten Kapitel finden wir natürlich noch eine. Gehen dann weiter, bis wir hier in diese Kältekammer kommen. Hauen hier einmal die ganzen Kisten kaputt und sammeln den ganzen Loot ein und machen halt die Gegner platt. Achtung, das sind relativ viele, die auf dem engen Raum hier kommen. Ich würde euch empfehlen, die erstmal platt zu machen. Ihr könnt natürlich auch einfach durchlaufen, wenn ihr das schafft, hier diese Schalter zu drücken und zwar auch richtig schnell wieder zurücklauft, um entsprechend durch das Tor zu kommen. Ja, im Endeffekt, wenn wir sie platt gemacht haben, geht es natürlich einfacher, halten das hier gedrückt und gehen dann schnell hier rüber. Sammelt auf jeden Fall vorher noch alles ein, denn ihr kommt nicht mehr zurück in den Bereich. Geht also hier einmal durch, denn die Falltür fällt hier einmal zu. Ja, dann sind wir hier drüben, sind einmal durch, ganzen Kisten hier einsammeln. Da oben ist noch ein kleines Schätzchen, das schießen wir einmal hier ab, zack, und nehmen uns das hier komplett mit. Dann können wir hier noch natürlich zum Händler gehen, uns komplett einmal upgraden, ausrüsten, was auch immer ihr da machen wollt, etwas verkaufen und haben dann somit diesen Part hier erstmal erledigt. Ja, dann gibt es auch gar nicht mehr viel. Ihr kommt dann hier in den nächsten Bereich rein. Da könnt ihr auf jeden Fall die Fallen benutzen, die hier aufgestellt sind, um da auch ein paar Gegner reinzulocken. Fallen sind ja nicht nur für euch gedacht, sondern da können wir natürlich auch ein paar Hirnis reinlocken, die dann entsprechend einfach da durchlaufen und schön explodieren. Also nutzt die Fallen hier in dem Bereich zu eurem Vorteil, denn hier kommen wirklich richtig viele Gegner und sonst verballert ihr nur einiges an Munition. Lasst die ruhig mal da alle reinlaufen und entsprechend explodieren. Bam. So, und dann haben wir das hier auch erledigt. Hier killen wir wirklich alles, was uns in den Weg kommt, bis wir im Endeffekt hier links ins Gebäude reinlaufen, durch die Tür hier durchgehen. Und da kommt vorher noch ein Gegner auf euch zu, aber vor allem müssen wir hier hinten diesen Turm umstellen, damit wir dann eben dort langlaufen können. Ja, Freunde, und das war es eigentlich auch schon für dieses Kapitel. Hier gibt es gar nicht so viel zu holen. Wir gehen jetzt einfach weiter quasi durch den Hauptweg durch. Die Kanone haben wir jetzt umgestellt und können dann in den nächsten Bereich bekommen. Da kommt noch einiges, aber keine Schätze mehr oder sonstiges. Und ich möchte euch ja auch nicht mehr zu viel spoilern. Hier hinten gibt es noch einen Schatz für die Deluxe Edition, Leute. Den holen wir uns natürlich auch noch gleich. Aber ansonsten haben wir hier eigentlich auch schon alles erledigt und können dann quasi weitergehen in den nächsten Bereich, wo uns noch einiges erwartet. Aber wie gesagt, ist nicht relevant für irgendwelche Trophäen, also skippen wir das hier im Endeffekt.
Denn wir suchen ja hier nur die Schätze und alles andere an Fundgegenständen, damit wir eben alles haben und euch natürlich nicht zu sehr spoilern. Ja, wir gehen hier hoch. Bevor wir hier durch die Tür gehen, gibt es nämlich noch einen Schatz, den wir einsammeln. Der hängt hier links und da gehen wir jetzt einmal hin und schießen den ab. Der ist hier wieder oberhalb, da ist er auch schon. Schießen einmal drauf, zack, und damit haben wir dann alles hier soweit fertig gemacht. Ja, Freunde, euch dann noch viel Spaß in dem Kapitel. Es kommt noch einiges, wie gesagt, aber nicht relevant für unsere Trophäen oder unsere Sammelobjekte. Ich wünsche euch auf jeden Fall schon mal viel Erfolg und viel Spaß dabei und würde mich freuen natürlich, wenn wir uns im nächsten Kapitel sehen. Lasst also gerne mal ein Däumchen hoch oder auch ein Abo da und dann hören wir uns beim nächsten Kapitel wieder. Macht's gut, Leute, adios und ciao, ciao.